Ihr plant eine große Reise und fragt euch, was ist, wenn ihr vorher erkrankt? Mehr dazu in meinem heutigen Video. Hallo, hier ist wieder Wolfgang, euer Mr. Moneypenny mit den Themen rund um Versicherungen, Baufinanzierung und Geldanlage. Heute mit dem Thema Reiserücktrittskostenversicherung. Die Reisezeit ist auch irgendwie die schönste Zeit des Jahres, egal ob Sommer- oder Winterurlaub. In einem meiner letzten Videos haben wir über das Thema Auslandsreisekrankenversicherung gesprochen. Da ging es darum, wer übernimmt die Kosten, wenn ihr im Urlaub erkrankt oder verunfallt. Wie ist es nun aber, wenn ihr vor Reiseantritt erkrankt und gar nicht erst in den Urlaub fliegen könnt? Dann hilft es auch nicht, wenn ihr 2 Tage später wieder flugtauglich seid, weil der Flieger ist bereits weg. Und ihr sitzt noch immer hier zu Hause. Gerade eine Fernreise kostet manchmal mehrere Monatseinkommen und der finanzielle Schaden ist immens. Abgesehen von der fehlenden Erholung und ihr habt euch schließlich lange auf euren Urlaub gefreut. Eine Reiserücktrittskostenversicherung übernimmt genau diesen finanziellen Schaden. Natürlich nur, wenn ihr medizinisch reiseuntauglich seid. Teilweise werden sogar die Kosten übernommen für eine verspätete Anreise, damit ihr euch doch noch in eurem Urlaub erholen könnt. Problematisch ist es auch, wenn ihr im Urlaub selber erkrankt. Die Kosten werden von der Auslandsreisekrankenversicherung übernommen. Nur wer übernimmt die Kosten, wenn ihr frühzeitig nach Hause fliegen müsst? Das macht der Baustein Reiseabbruchversicherung, der als kleiner Zusatzbaustein in der Reiserücktrittskostenversicherung immer enthalten sein sollte. Die Auslandsreisekrankenversicherung übernimmt die Rückführungskosten nur, wenn ihr länger als 14 Tage im Krankenhaus im Urlaubsland liegen müsstet. Der Zusatzbaustein Reiseabbruchversicherung übernimmt genau diese Kosten. Leider habe ich diesen Baustein selber schon einmal in Anspruch nehmen müssen. Vor einiger Zeit in einem Thailandurlaub hat meine Tochter starken Durchfall bekommen und der Körper ist sehr dehydriert. Für uns stand die Entscheidung an, entweder kurzfristig ins Krankenhaus oder den sofortigen Rückflug nach Deutschland. Ein One-Way-Ticket für die gesamte Familie von Thailand nach Deutschland mit Rückflug am gleichen Tag kostet genauso viel wie der gesamte Urlaub in Thailand. Die Reiseabbruchversicherung hat diese Kosten anstandslos übernommen, weil sie entsprechend medizinisch notwendig waren. Es gibt solche Reiserücktrittskostenversicherungen als Einzelverträge für jede einzelne Reise oder als Jahresvertrag für sämtliche Reisen, die man unternimmt. In diesem Fall entspricht die Versicherungssumme dem maximalen Reisepreis. Habt ihr Fragen dazu, lasst euch beraten von einem Fachmann oder schreibt mir in die Kommentarfunktion. Hat euch dieses Video gefallen, freue ich mich auf Daumen rauf, abonniert meinen Kanal. Bis zur nächsten Woche, euer Mr. Moneypenny.